Hallo, danke schön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, mein Name ist Lara und im heutigen Video gehen wir alle Favoriten durch, die nicht in die Kategorie Beauty passen. Denn dazu habe ich schon ein eigenes Video, das verlinke ich euch unten, falls ihr das Video verpasst habt. Also falls ihr auf das heutige Video Lust habt, möchte ich euch gerne einladen, weiterzuschauen und ich wünsche euch viel Spaß. Und wir fangen gleich mit Mode an. Also als erstes habe ich hier diese Denim-Weste. Das war mal eine Jacke, die habe ich in Secondhand gekauft, denn ich kaufe mir keine neuen Klamotten mehr, sondern ich mache mir die Klamotten entweder selber neu oder ich bastle um irgendwas aus dem Secondhand. Und ja, ich habe daraus eine Denim-Weste gemacht mit einem Wolf am Rücken. Ich habe dazu auf meinem DIY-Channel ein Tutorial. Auf alle Fälle mein Lieblingsstück. Ich habe diese Weste wahnsinnig oft getragen. Ich trage sie auch jetzt noch sehr oft, wenn ich filme, denn wenn die ganzen Lichter an sind, selbst im Winter ist es hier sehr warm und da schlüpfe ich einfach nur gern in die Weste. Und ich liebe die Farbe von Denim. Das ist etwas, was ich auf alle Fälle für mich heuer wiederentdeckt habe, denn es gab Zeiten, in denen ich Denim nicht so mochte oder halt nicht die klassische Farbe. Aber besonders gegen Ende des Jahres mit dem lila Haar, finde ich, passt das Denim wieder ganz gut, weil einige Farben schauen einfach mit lila nicht so toll aus. Also wenn ich jetzt Rost anziehe, dann schaue ich aus wie ein Kasperl. Aber ja, ich finde einfach, dass die Farbe sehr schön ist. Passt irgendwie auch zu meinen Augen, weil ich habe auch so graublaue Augen. Und ich werde auf alle Fälle mehr Denim tragen. Also sollte ich mir irgendwas Neues nähen wollen, kann es schon durchaus sein, dass es aus Denim gemacht wird. Das nächste, was ich für mich heuer sehr stark entdeckt habe, ist wieder die Farbe Grau. Ich habe Grau schon immer sehr gerne gehabt und ich habe auch im letzten Jahr habe ich recht viel Grau getragen. Ich habe einen Wintermantel in Grau, also so einen, der eher so zu seiner Zeit passt, wo es noch nicht so wahnsinnig kalt ist. Aber so allgemein habe ich einfach sehr viel Grau getragen und wenn ich irgendwas Neues überlege, die erste Farbe, die mir einfällt, ist Grau. Einfach weil sie so neutral ist und weil sie sich so kombinieren lässt. Dass ich die Farbe mag, ist, glaube ich, ziemlich klar, weil mein ganzes Zimmer hier ist grau. Aber so für Klamotten habe ich sie erst heuer für mich wieder entdeckt. Und dann habe ich hier ein paar Schmuckstücke. Erstens habe ich hier dieses Kropfband. Das ist von Bijou Brigitte mit einem Traumfinger drauf. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt auch fokussiert. Wunderschönes Stück. Es ist kein echtes Silber, aber trotzdem sehr gut verarbeitet und gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich habe dazu auch passende Ohrringe. Und das ist eine Kombo, die ich sehr oft getragen habe. Und dann diese großen Kreolen. Die habt ihr, glaube ich, an mir fast immer gesehen, besonders in der Zeit, wo mein Haar kurz geschnitten wurde, weil ich fand, dass da irgendwas fehlt, weil ich halt immer das längere Haar gewohnt bin. Und ich habe immer Kreolen getragen, bis auf ein paar Ausnahmen, weil ich einfach genau dieses Volumen und dieses Etwas hier haben wollte. Ich habe sie in Roségold und auch so in Silber nach wie vor meine Lieblingsohrringe, weil sie einfach so leicht sind. Ich mag die Form, ich mag, wie sie ausschauen. Und dann habe ich mir zwei Ringe angeschafft, die ich super gerne trage. Einmal habe ich hier so einen mit Mondstein. Und der ist auch mit Mondsteinen, der hier. Und die trage ich fast jeden Tag, besonders seit ich mir den nächsten Favorit angeschafft habe, und zwar diese Halskette. Ich nehme sie für euch ab. Also es ist eigentlich keine Halskette, die Halskette habe ich schon gehabt, aber es ist ein Anhänger. Den habe ich mir von einer Dame in den USA machen lassen. Sie hat einen Etsy-Shop, den kann ich gerne unten verlinken. Und sie hat für mich so einen, ich glaube, ich drehe das Licht lieber ab, dann könnt ihr das besser sehen, so einen Anhänger aus Mondstein gemacht mit einem heulenden Wolf, weil ja, ich liebe Wölfe, das war schon immer so und ich habe so eine starke Verbindung mit den Tieren und ich habe zufällig auf Etsy ihren Shop entdeckt und sie hatte ein ähnliches Stück mit einem anderen Stein und ich habe sie eben angeschrieben und gefragt, ob sie das auch in der Zukunft machen wird, weil es war ausverkauft und wenn, dann ob es möglich wäre mit Mondstein und wir sind in Verbindung geblieben und als sie den passenden Mondstein gefunden hat, hat sie es für mich gemacht. War etwas teurer, also ich habe, glaube ich, so 132 Dollar habe ich bezahlt. Das waren so 115 Euro ungefähr, plus dann noch Zoll, also es kam so auf so 135 oder sowas. Aber das Stück ist echt wundervoll und ich weiß, dass es ein Einzelstück ist. Sie wird natürlich gleich ein Design wieder irgendwann machen, aber es wird nie so eins zu eins, weil der Stein wird nie gleich und ich liebe dieses Stück. Und ja, also das war Mode und Schmuck. Meine nächsten Favoriten sind meine Ausrüstung fürs Filmen. Als erstes bin ich total mit der Canon
G7X Mark II zufrieden. Ich liebe die Kamera. Sie ist so praktisch, weil sie einfach so klein ist. Besonders fürs Vloggen ist sie super, weil sie in jede Handtasche passt. Meine einzige Kritik ist, dass die Kamera keinen Mikrofonanschluss hat. Das haben schon viele Leute bemängelt, die eine Review zu der Kamera gemacht haben. Aber ansonsten bin ich super zufrieden. Ich habe zu Weihnachten eine riesengroße Speicherkarte von Jack bekommen, weil davor hatte ich, glaube ich, 16 GB, jetzt habe ich 128, also ich kann filmen, was das Zeug hält, ohne dass ich dann sofort die Clips übertragen muss, obwohl das mache ich trotzdem regelmäßig, aber ich habe eben die Möglichkeit. Das ist nämlich sehr oft ein Problem für mich, wenn ich DIY-Projekte filme, weil viele von den Clips sind sehr lang und ich mache sie dann schneller, aber das nimmt sehr viel Speicherplatz und diese Speicherkarte löst mein Problem. Also nach wie vor mit der Kamera sehr zufrieden. Diese Flip-Screen da vorne ist wirklich super. Und dann habe ich von meinem Sohn ein zweites Ding bekommen, das wirklich super ist. Und zwar dieses Mikrofon von der Marke Samson. Super Sache. Also das macht die Soundqualität natürlich auch besser. Ich verbinde es einfach mit meinem Laptop und dann tue ich den Ton von der Kamera einfach ersetzen. Und so klappt das auch. Also es ist ein tolles Workaround, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, Mikrofon direkt an die Kamera anschließen. Und das nächste, was ich sehr gerne mag, ist mein Ringlicht. Das ist dieses Licht vor mir und dank dessen habe ich diesen Ring um die Augen. Das haben sozusagen alle Beauty-Bloggers oder fast alle Beauty-Bloggers. Und ich finde, dass es wirklich ein schönes Licht macht, weil es das Gesicht so gleichmäßig ausleuchtet. Und es ist wirklich ein schönes, weiches Licht. Also mit dem bin ich sehr zufrieden. Das war so mein Upgrade für die Technologie heuer. Und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe. Mein nächster Favorit ist auf alle Fälle mein Bullet Journal. Eine Sache, von der ich mir nie gedacht hätte, dass ich sie so nützlich finden werde. Aber ich finde, dass dieses Ding für mich so ein zusätzlicher Tritt in den Hintern ist. Besonders für Dinge, die ich schon immer gerne verschoben habe. An sich bin ich eine recht organisierte Person, die sich immer alle Aufgaben in den Kalender einträgt und alle Termine. Und ich schaue immer, dass ich Dinge regelmäßig erledige und rechtzeitig. Aber es gab eben Dinge, wo ich einen extra Tritt gebraucht habe und ja, das hilft mir sehr. Ich habe ja öfters angeboten, ein Video über diesen Journal zu finden, aber scheinbar interessiert es keinen. Daher lasse ich es einmal dabei. Solltet ihr euch das überlegen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann habe ich hier meine Brille. Auf alle Fälle ein Favorit und die bleibt auch noch lange mein Favorit, weil ich es einfach super finde, wieder mal eine passende Brille zu haben, die wirklich gut sitzt und die auch die richtige Stärke hat. Und die hier verfärbt sich auch in der Sonne. Das heißt, wenn ich rausgehe, brauche ich keine Sonnenbrille. Ich trage wesentlich lieber Kontaktlinsen. Aber es gibt einfach Tage, wo es so viel angenehmer ist. Einfach nur Brille neben, aufsetzen und fertig. Sie ist echt super. Sie war nicht gerade billig, aber ich habe Glück gehabt, dass sie zurzeit irgendwelche Aktionen hatten. Und der Jack hatte dann auch noch einen 50-Euro-Gutschein. Also ich habe letztendlich 220 Euro bezahlt, inklusive Gläser. Wobei ich sagen muss, früher, weil ich ja auch früher einen stärkeren Astigmatismus hatte, habe ich sowieso immer schon sehr viel, so immer so um die 150, 180 Euro nur für Gläser ohne Rahmen bezahlt. Also daher finde ich es jetzt nicht so schockierend. Nichtsdestotrotz nicht eine billige Angelegenheit, aber ich bin mit der Brille so zufrieden. Auf alle Fälle ein Favorit von 2017. Mein nächster Favorit ist höchstwahrscheinlich für die meisten von euch absolut uninteressant, aber ich finde das Buch so gut, dass ich es trotzdem erwähnen muss. Und zwar ist es Usability Engineering von Jacob Nielsen. Es ist wirklich ein super Buch, hat mir sehr für meine Bachelorarbeit geholfen, weil es gab einige Kapitel, die ich dann für die Bachelorarbeit verwenden konnte. Grob gesagt, es geht um Benutzerfreundlichkeit von Oberflächen, von Systemen. Also wenn man ein neues System entwickelt und eine Benutzeroberfläche kreiert, gibt es einfach Dinge, auf die man achten soll, damit die Oberfläche dann auch wirklich benutzerfreundlich ist, dass sie nachvollziehbar ist, dass sie einfach leicht ist auch zu erlernen für Leute, die nicht sehr viel Erfahrung mit Computern haben. Und Jacob Nielsen listet verschiedene Prinzipien und auch, wie man das Ganze testet. Also wirklich super geschrieben. Ich habe das Buch verschlungen. Was Sport betrifft, Yoga war auf alle Fälle mein Favorit in 2017. Ich liebe nach wie vor Ballett und Pole Dance und ich werde auf alle Fälle weiter Pole Dance und Ballettstunden nehmen. Aber Yoga ist mittlerweile zu seinem fixen Bestandteil von meinem Leben geworden. Ich übe auch sehr regelmäßig. Ich übe mittlerweile nicht jeden Tag Yoga, weil ich das auch eben mit den anderen Sportarten mische, die ich gerne tue. Aber auf alle Fälle eine Sache, die mir extrem gut tut, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ich verlinke euch unten zwei Kanäle, die ich wirklich gut finde auf YouTube.
Kino-Yoga ist wirklich super. Die hat auch eine Beginner-Challenge, wo man einen Monat lang täglich trainiert und sich langsam an Yoga gewöhnen kann. Es ist ganz schön anstrengend, besonders in der letzten Woche, aber wirklich eine super Sache. Sie hat auch eine ganze Playlist für Beginner. Und dann gibt es Silke der Wolf, die hat auch einige ganz gute Yogastunden und bestimmt könnt ihr auch andere finden, die euch auch sympathisch sind. Also das war auf alle Fälle mein Sportfavorit. Filme, die mir in 2017 besonders gut gefallen haben, habe ich unten aufgeschrieben. Es sind nicht unbedingt immer neue Filme, aber einfach Filme, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich will hier nicht jetzt auf jeden einzelnen Film eingehen, sonst wird das Video zu lang. Ihr könnt ja gern googeln und den Plot in Ruhe durchlesen. Und jetzt nur mehr übers Essen. In 2017 habe ich eindeutig am häufigsten Tortilla-Wraps gegessen. Ich liebe das Zeug, ich mag allein schon die Plätzchen sehr gerne und ich mag ganz gern, dass man die immer unterschiedlich gestalten kann, mal mit einer warmen Füllung und mal mit einer kalten Füllung und sie sind auch sehr praktisch zum Mitnehmen. Dann habe ich auch sehr häufig Ramen gekocht, der geht auch super schnell. Inzwischen habe ich auch entdeckt, dass der Alnatura-Ramen-Nudeln hat, die viel bessere Zutaten haben, denn da sind nicht die ganzen üblichen Es, sondern einfach nur Hartweizengrieß und Wasser, finde ich sehr sympathisch. Und dann war mein absoluter Favorit das Erdnusseis von Spar. Es gibt ein Eis, das so leicht salzig auch schmeckt, aber trotzdem süß und ich bin so besessen. Ich hoffe, dass es das wieder im Sommer geben wird, weil das war so genial. Also das habe ich einfach so oft gegessen wie möglich. Und das waren also meine Lifestyle-Favoriten, wenn ich es so nennen darf, oder Nicht-Beauty-Favoriten. Jedenfalls, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin persönlich sehr stolz, dass ich das Ganze auch noch in der ersten Jännerhälfte erledigt habe, weil in den letzten Jahren war ich immer sehr, sehr spät dran. Und demnächst plane ich auch noch, das Video für euch zu filmen, was ich mir so für 2018 wünsche, was sind so meine Ziele und Pläne. Und das war's mit heutigem Video. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch Spaß gemacht hat. Falls es denn so war, würde mich natürlich wie immer ein Däumchen hoch freuen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was waren so eure Lifestyle-Favoriten in 2017. Das würde ich sehr gerne lesen. Und vergiss nicht auch meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Unten findet ihr meine ganzen Instagram-Accounts, dann die Filme und alles Mögliche. Lest euch einfach durch, was es da unten gibt, ohne dass ich das jetzt nachlabern muss, weil ich habe jetzt schon zwei Videos gefilmt und meine Zunge ist schon ganz taub. Also ich glaube, es ist Zeit aufzuhören. Und ich habe euch ganz doll lieb und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald. Tschüss.